Herzlich willkommen beim Whisky-Wichse. Heute steht wieder eine Blindverkostung an, und zwar die siebte. Rechts oben blende ich euch mal einen Link zu einer Playlist ein. Da seht ihr alle vorangegangenen Blindverkostungen auf einen Schlag. Könnt ihr euch mal durchklicken, falls ihr Interesse habt, die anzuschauen. Ich habe wieder ein Sample bekommen. Vielen Dank an den René Schönewald. Stand schon eine Zeit lang bei mir im Schrank drin, muss ich sagen. Ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Die Tage habe ich es entdeckt. Haben wir gedacht, ist sowieso mal wieder Zeit für eine Blindverkostung, dann nehmen wir dieses. Also vielen Dank. Ja, wie immer weiß ich nicht, was hier drin ist. Und es gilt, durch Riechen und Schmecken herauszufinden, was das für ein Whisky ist, aus welchem Land er kommt, aus welcher Region, wenn es dann ein Schotte ist. Meistens sind es Schotten. Hat ja jede Region so seine geschmackliche Eigenart. Vielleicht kriege ich die Brennerei raus, vielleicht sogar die Abfüllung. Letztes Mal war ich relativ gut. Ja, gut, ich muss sagen, ich habe das Glück, hier in meinen Videos relativ viele verschiedene Whiskys zu probieren. Und da kommt es auch durchaus vor, dass ich schon von einzelnen Brennereien sehr viele Abfüllungen hatte. Und beim letzten Mal war es eben ein Dalmore, und von Dalmore habe ich echt schon einige probiert. Und so war es mir halt möglich, durch Riechen schon mal die Brennerei einzugrenzen. Und der Alkoholgehalt war auch dementsprechend hoch, sodass es kein original abgefüllter Dalmore hat sein können. Denn die sind alle relativ leicht mit 40 Volumenprozenten abgefüllt. Mit einzelnen Ausnahmen. Von daher gehört da ein bisschen Glück dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal schauen, wie wir heute abschneiden, wie ich heute abschneide. Ich bin gespannt. Die Messlatte habe ich mir selber ziemlich hoch gesteckt. Am Ende haben wir hier die Lösung verklebt. Ist auch noch zu. Ich bin da nicht rangegangen. Ich wäre ja auch blöd. Ich gehe da immer total unvoreingenommen an diese Blindverkostung ran. Ich finde diese kleinen Fläschchen so süß. Das ist so die Mini-Ausgabe von diesen 100 Milliliter Taschenflaschen. Die gefallen mir so gut, die kleinen Fläschchen. Von der Farbe her, ich weiß nicht, ob er gefärbt oder ungefärbt ist, aber ich beurteile hier immer die Farbe. Ja, ist schon ein Bernsteinton, ne? Definitiv. Sherifas. Wer weiß. Boah, Sherifas. Alter Vater, ey. Boah. Ist der Whisky voll. Alter Schwede. Jetzt muss ich hier mal sortieren. Pflaumen. Süße Pflaumen. Orangen. Sherry. Aber jetzt nicht unbedingt ein süßer Sherry, sondern eher ein extrem fruchtiger Sherry, was ja für mich einen Pedro Ximénez Sherry schon mal ausschließt, weil der extrem süß ausfällt. Da hat man durchaus schon eine Süße in der Nase. Der hier ist, wenn er süß ist, dann ist es eine fruchtige Süße. Würzig ist er. Also es ist definitiv ein Whisky, der zu 100% im Sherryfass gereift ist, und es ist auch kein junger Whisky, also 18 Jahre hat der definitiv, wenn nicht sogar mehr. In Dalmore ist es diesmal nicht, weil diese dominante vordergründige Würzigkeit, die habe ich hier nicht. Aber ich will es trotzdem nicht ausschließen. Also der ist wirklich extrem intensiv, extrem voll. Eigentlich genau das Falsche jetzt für den Sommer, ne? Wenn ich im Sommer mal ein Whisky im Glas habe, dann ist es meistens ein leichter Ex-Bourbon-Fass gereifter, und so ein schwerer Sherryfass-Whisky, den probiere ich am liebsten im Winter. Jetzt rattert es bei mir im Kopf. Also es ist definitiv ein Schotte. Und so die Regionen, die für so extrem sherry-lastige Whiskys bekannt sind, sind die Highlands, insbesondere die Region Speyside innerhalb der Highlands. Und jetzt gehe ich gerade die Brennereien durch, die zu 100% in Sherryfässern reifen. Da gibt es beispielsweise Glenfarclas. Die reifen 100% in Oloroso-Sherryfässern. Aber Glenfarclas, ja, produziert einen relativ milden, leichten Sherryfass-Whisky. Und da ist der mir ein Stück weit zu intensiv für. Wobei ich den 21-Jährigen noch nicht probiert habe, vielleicht ist es der. Dalmore. Weiß ich nicht, muss mal vom Geschmack gucken, wie viel Alkohol der hat. Was ich hier in etwa rausschmecke an Volumenprozenten. Ob es denn dann ein Dalmore sein könnte, weil die, wie gesagt, alle relativ leicht mit 40 Volumenprozenten abgefüllt sind, abgesehen von diesem Cigar Malt Reserve, da glaube ich 44. Schwierig.
Oh, ist sehr gut. Wunderbar, die Gewürze. Wunderbar mit dem Alkohol abgewogen, der hier mindestens 46% hat. Da kommt eine ganze dunkle Fruchtpalette, Rosinen, Datteln. Volles Programm und alles so ummantelt durch diese schöne, angenehme Würzigkeit mit ein bisschen Eiche. Nicht wirklich zartbitter. Oh, mega langer Abgang. Immer noch total präsent im Mund. Schwierig. Also ein Dalmo ist es nicht. Den habe ich jetzt gerade ausgeschlossen. Denn der hat definitiv mehr wie die 40%. Was bleibt denn da noch? Glengoyne? Die haben auch ein paar schöne Sherryfass-Whiskys, so 18, 21 Jahre. 21 Jahre. Und natürlich Glendronach gibt es auch noch. Habe ich auch schon extrem viel probiert und von Glendronach gefallen mir die Sherryfass-Whiskys, die reinen Sherryfass-Whiskys, sehr gut. Angefangen beim 12-Jährigen, über den 15-Jährigen bis hin zum 18-Jährigen. Den 21-Jährigen gibt es auch. Den hatte ich noch nicht im Glas. Das könnte auch ein Glendronach sein. Aber der ist heller als der 18-Jährige, also so kommt es mir vor. Weiß nicht, woran es liegt, zumindest hier im Glas. Ich weiß nicht, ob es am Licht liegt, aber es könnte auch der 18-Jährige sein. Allardyce nennt er sich, benannt nach dem Brennereigründer. Der ist so voll und intensiv. Ich komme da gerade gar nicht drauf klar. Richtig, richtig würzig, dunkel, fruchtig. Voll. Himmlisch. Ja, so eine ganz dezente Bitterkeit ist da. So. Aber ganz wenig und ganz schön eingebunden. Das ist so ein bisschen Orangenschale, vermischt sich dann aber doch mit einer leicht süßen Orange und die Gewürze, die da tragen. Und dann im Abgang diese komplette Palette an dunklen Früchten und die sehr angenehme Eiche. Also, es ist ein Schotte. 100% Sherryfass gereift, meiner Meinung nach 100% Oloroso. Sherryfass gereift. Mindestens 46 Volumenprozente und mindestens ein Alter von 18 Jahren, wenn nicht sogar älter. Da bin ich mir aber nicht sicher. Aber 18 Jahre hat er. Es ist ein Highland Whisky. Und entweder ist es ein Glengoyne aus dem Sherryfass oder es ist ein Glendronach aus dem Sherryfass. Ich kann mich leider nicht festlegen. Ich bin mir nicht sicher. So. Auf jeden Fall werde ich mir so eine Flasche zulegen, weil der war ja göttlich. Also, der war himmlisch. Das ist ein Glendronach. Und zwar der 21-jährige Parliament. Mein Herz schlägt. Wow. Also das ist ein Single Malt Whisky, der seinesgleichen sucht. Hat mir hervorragend gefallen. Er ist 100% Sherryfass gereift und meines Wissens hat er auch 46 Volumenprozent oder 48. Ich bin mir nicht sicher. Der 18-Jährige gefällt mir schon mega gut. Auch der 12-Jährige. Das ist so der Standard, wenn einer einen 100% Sherryfass gereiften Whisky sucht mit einem Standardalter für den Einstieg und einem vernünftigen Preis, dann empfehle ich immer den 12er. Und für mich persönlich ist der 18-Jährige einer meiner absoluten Lieblinge, was Sherryfass gereifte Whiskys betrifft. Und der hier, der hat jetzt nochmal da eine Mega-Schippe draufgelegt. Also Wahnsinn. Also ich kann nur empfehlen, preislich liegt er so um die 100 €, ist nicht günstig, aber wer für seinen Whisky-Schrank, für seine Vitrine die Flasche sucht, die er bei besonderen Anlässen mal in Angriff nimmt, dann holt euch mal so einen, der ist ja Hammer. Also vielen Dank, René, für das Sample. Ich bin traurig, dass es leer ist, dass es nur 2 cl waren, so schön auch dieses kleine Fläschchen ist, aber Hammer, wirklich Hammer. Ja, ich besorge mir eine Flasche und muss dann direkt mal Video drehen und so. Das ist auf jeden Fall Pflicht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!